Guten Morgen, ihr Lieben! Es ist Dienstag. Wir haben riesiges Wetter draußen, aber es soll heute richtig schön werden, 12 bis 13 Grad. Und Lamia, die kleine Maus hier, hat sich heute ganz alleine angezogen. Take a look! Sie wollte unbedingt dieses Kleid anziehen. Ist kein Scherz jetzt, wirklich. Sie wollte dieses Kleid anziehen und hat ihre neuen Gummistiefel damit so angezogen. Hm? Was hast du da? Ein Pferd? Nee, ein Pferd. Süß. Ja, die Lamia hat bis 8:30 geschlafen, habe ich gerade schon auf Snapchat gesagt. Sie hat sehr lange geschlafen. In der Zeit, also wir sind alle früh wach, Dominik ist auf Arbeit, Joanna ist in der Schule, habe ich heute Morgen schon das Video von gestern geschnitten, den Vlog. Und ich, jetzt muss niesen. Ja, habe das jetzt für 11 Uhr angesetzt, aber ich bin mir nicht sicher, ob es besser ist, morgens hochzuladen oder abends. Ich weiß nicht. Wann guckt ihr, habt ihr Zeit immer zu gucken? Vormittags oder abends? Ich weiß es nicht. Ja, ansonsten habe ich mich fertig gemacht. Da die Kleine ja schön lange geschlafen hat, habe ich mich recht früh schon fertig machen können. Und war duschen, habe ich angezogen, haha. Und Wasserflaschen hier müssen wir noch wegbringen, sind alle leer. Die Kleine hat damit gerade gespielt. So sieht der Look aus von Today. Lass mal hier Licht anmachen mal. Ja, dieser Pullover ist so ein bisschen Oversize, voll kuschelig. Und hier Jeans und hier so Risse an den Knien. Nur komischerweise bin ich so ein kleiner Mensch, dass der Riss nicht am Knie ist, sondern ein Stück nach unten. Aber ja, so sieht der Look von heute aus. Und so sieht Lamias Look für heute aus. Yay! Ja! Dominik und ich überlegen die ganze Zeit schon, was wir an meinem Geburtstag machen. Das sind ja Ferien. Wir wollten ja eigentlich wegfahren. Mein Gott. Meine Nase, ich muss niesen, tut mir leid. Wir wollten ja eigentlich wegfahren, aber jetzt fahren wir doch nicht weg. Und ja, ich weiß noch nicht. Normalerweise, also ich feiere meinen Geburtstag nie. Wir machen immer was zu zweit, weil wir nämlich da auch Jahrestag haben. Und da sind wir an meinem Geburtstag, sind wir offiziell zusammen gekommen. Und ja, meistens machen wir so Hälfte des Tages machen wir was mit den Kindern zusammen, die natürlich auch dabei sind, ist klar. Und andere Hälfte machen wir Mom and Dad Time. Und mal schauen, wir wissen aber noch nicht genau, was wir machen. London wäre geil, aber ist ein bisschen kurzfristig. Ob ich irgendwann in meinem Leben mal nach London komme, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich werde dann jetzt hier noch ein bisschen die Reste aufräumen. Wir haben gestern auch bei DM die Flüssigstärke gekriegt. Ich habe gestern auch noch ein bisschen rumexperimentiert. Was ist denn los hier? Und hat auf jeden Fall geklappt. Ein paar Sachen haben gefehlt. Die habe ich bei Amazon bestellt. Mal gucken, ob die heute ankommen. Dann drehen wir das Video heute. Wenn nicht, drehen wir es morgen. Und von morgen muss ich arbeiten. Deswegen wird eng morgen. Mal gucken. Ich weiß noch nicht. Kommt halt darauf an, wann die Sachen kommen. Was machst du da? What are you doing there? What are you doing? Wir waren ja gestern einkaufen und da habe ich ein paar Sachen für Ostern geholt, weil wir Besuch kriegen. Und da gab es diese Tüte kostenlos dazu. Sonst kostet die nämlich 5 Euro und die habe ich an der Lamia gegeben. Dafür, dass die ja keine Schokolade essen darf, darf sie wenigstens die Tüte behalten. Und jetzt zum 3000. Mal werde ich jetzt anfangen hier zu saugen. Und wischen muss ich auch. Und wischen wir auch. Jetzt ist hier überall Kleber auf dem Boden. I've been as cold as a bucket of ice. I've been trapped like curious mice. And I've been looking for a way out into the sparkling light. I've been a lost balloon in the blue. Like Tom free falling without a clue. I didn't know what to do until I cloud.
Das ist eine Mini-Schnitzel. Schnitzel? Mini-Schnitzel. Soll ich die hochwerfen an die Decke? Schnitzel. Guck mal, ich werfe die Klavier jetzt an die Decke. Mini-Schnitzel, Erbsen und Möhren und Idli. So. Guten Hunger, Kinder. Drei. Piep machen wir mir. Kann ich auch Ketchup? Ja, hab ich vergessen. Ich Wasser von unten. Willst du auch Ketchup? Was ist los? Johanna holt Ketchup, aber dann muss Lamia sich doch hinsetzen. Okay? Ja? Ja, Ketchups. Ketchup. Hinsetzen? Die Arme hochmachen. Deine Gabel. Müsst ihr auch Ketchup, Mama? Nee, danke. Nee, danke. Nee, danke. Aber so, willst du Ketchup? Nee, danke. Nee, danke. So. Willst du Mayo? Stauschau. Nee, danke. Willst du Mayo? Nee, danke. Papa, Mama, willst du? Nein, danke schön. Dafür möchte ich Zitrone. Ein bisschen mehr Wuppens rein. So. Also bei mir ist es schon gut. Lass du essen, wenn sie ist. Ah, oh, ich will nicht essen. Ja, natürlich. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Guten Appetit, haut rein. Jeder ist so viel er kann, nur nicht seinen Nebenmann. Heute nehmen wir es ganz genau, auch nicht seine Nebenfrau. Pockedipock. Okay? Richtig hinsetzen? Ne, musst du gar nicht. So, so reicht. Oh, los! Hui! Ich hole eine Schippe. Jetzt, wollte schon sagen, gesaugt. Aber hier wird jetzt Rasen gemäht. Wir machen uns breit für den Frühling. Sag mal Frühling. 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 Ja, hat die Wetterfee sich wohl ein bisschen getäuscht heute mit dem Wetter. Ist nicht so schön. Heute Morgen haben die eigentlich gesagt, wird sonnig. Aber dann halt morgen. Wir warten. Irgendwann wird die Sonne schon rauskommen und dann sind wir breit. Johanna ist drin und ruht sich ein bisschen aus. Sie hat jetzt Hausaufgaben gemacht und hat gesagt, sie will ein bisschen abchillen. So fängt das schon an. So fängt das schon an. Brumm!
Hulk. Alle, Gucki. Alle, Gucki. Ja, ich hab schon reingemacht, aber. Ich hab den letztens auch nicht angekriegt. Mann. Als mal schön war. Wollte ich vorne. Raus. Ja. Was möchtest du? Raus? Ja. Also da war ich top motiviert gerade. Jetzt hast du schon wieder keinen Bock mehr. Gute Kaufen.